Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Alfred Hitchcock Vertigo und wir starten rein in diese Folge mit einer Reise in die Vergangenheit. Ich hatte mich gerade zum Arbeiten hingesetzt. Ich hatte seit Jahren eine Schreibblockade. Da dachte ich an was, das ich mal in einem Interview gesagt hatte. Und wie wir alle unsere Kreativität neu entdecken können, erzählt uns heute Ed Miller, Autor von Gesicht zum Boden, unserer Buchempfehlung des Monats. Ed, darf ich Sie Ed nennen? Willkommen und Glückwunsch. Danke. Wobei ich mir nicht sicher war, ob Sie sich bestechen lassen. Nicht übel, der Kaviar, was? Nur zur Klärung, Sie scherzen. Vergessen Sie nicht, wir sind hier live im Radio. Umso besser. Hört doch eh keiner zu. Okay. Ed, hatten Sie jemals diese Angst vor einem weißen Blatt Papier? Ständig. Und wie gehen Sie damit um? Ich mache da so eine Art Aufwärmübung. Wenn das Hirn nicht anspringen will, muss das unser Körper erledigen. Also lasse ich meine Augen nach einem Ausgangspunkt suchen. Oh, und den suchen wir jetzt, den Ausgangspunkt. Schreibblockade überwinden, das ist unser Ziel und wir sollen einen Absatz schreiben. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Da oben hätten wir zumindest schon mal ein paar Punkte, die wir anschauen können. Wir hätten nämlich einerseits da oben die Vögel, wir hätten da hinten den Strommasten, so wie es aussieht. Hallo, da ist der Strommast und da unten wäre noch ein kleines Bäumchen. Na, guck mal einer an, sogar alles richtig benannt, gar keine irgendwie extra Bezeichnungen, das ist jetzt der und der Baum. Es ist einfach ein Baum und den schauen wir uns jetzt mal an und gucken, ob das der richtige ist. Als Ausgangspunkt wählen oder weitersuchen? Ja, der Baum weiß ich nicht. Da suchen wir lieber doch mal ein bisschen weiter und nehmen da oben die Vögel. Wobei, die fliegen höchstens weg. Wir nehmen das mal als Ausgangspunkt. Hoffentlich. Haben meine Augen das Wort gefunden? Sind meine Finger an der Reihe? Nach diesem Wort lasse ich Sie schreiben, was Sie wollen. Der Trick ist, dabei nicht nachzudenken. Sie sollen frei sein. Okay, und wir können jetzt schreiben über Ekel, Furcht oder über die Traurigkeit. Eine gute Frage. Ich glaube, das wird jetzt keinen großen Unterschied machen, worüber wir jetzt hier schreiben werden. Aber ich würde mal sagen, Ekel und Furcht ist vielleicht ein bisschen too much. Wir schreiben mal über die Traurigkeit. Und eines schönen Tages hast du einfach so aufgehört, für mich zu singen. Jetzt geht's weiter mit Verlassenheit, Depression oder Hoffnungslosigkeit. Da passt vielleicht die Depression schon gar nicht mal so schlecht dazu. Oder die Verlassenheit eher. Wählen wir mal die Nummer 1. Was hab ich dir nur getan, dass du mir das Einzige nimmst, das mich überhaupt glücklich gemacht hat? Fragte ich. Ausgegrenzt oder ignoriert? Ich habe an den Stäben deines Käfigs gefleht. Du würdigst mich keines Blickes? Was hat das Fenster, das ich nicht habe? Und das war's anscheinend. Die Schreibblockade hätten wir überwunden. Oh, guck mal. Oh, Kätzchen, hallo. Ja. Echt jetzt? Petronius füttern. Oh, die Katze ist Petronius. Das ist aber ein cooler Name. Cool. Petronius. Oh, Bewegung. Ah, wir können uns sogar bewegen. Cool. Drücke WASD zum Gehen und das Mausrad oder generell die Maus, um die Kamera zu bewegen. Na gut, na gut, na gut. Wir können uns hier bewegen. Das finde ich geil. Das machen wir auch gleich mal und gucken uns mal in unserer Hütte um. Wir sind ein Schriftsteller. Wir haben natürlich anscheinend schon ein paar Bücher geschrieben, sonst könnten wir uns das, glaube ich, alles gar nicht mal leisten. Das sieht ja sehr luxuriös hier aus alles. Und unsere süße Katze, die hat natürlich Hunger und der sollten wir jetzt was zum Essen geben. Den nächsten Absatz, den können wir später auch nochmal schreiben. Wir gucken mal an den Laptop. Nicht übel.
aber auch nicht wirklich gut. Immerhin etwas. Vielleicht ein Anfang. Na gut, wir können das ja später immer noch löschen, wenn es nichts werden sollte, aber zumindest haben wir mal irgendwas geschrieben, das ist die Hauptsache. So, mal gucken, wie es da drüben aussieht. Da hätten wir eine kabellose Ladestation. Na, die müssen wir uns aber definitiv mal anschauen. Mit Induktion Hi! Geladen, cool. Warte mal, wer hier ist. Ich wette, du weißt nicht, woher ich deine Nummer habe. Ist es so? Ich würde dich gerne wiedersehen. Oh, hab wohl einen Ohrring verloren. Falls du... Naja, anscheinend nicht so interessante Bekanntschaft. Okay, die Katze miaut. Wir kommen schon. Keine Angst. Was haben wir hier noch? Einen schönen Divan. Na, guck mal, das erinnert mich ja fast an die Therapiesitzungen in Prison Tycoon. Gibt es Hörgebote? Denken Sie an die Erstbesitzer. Zweifellos hat er gute Dienste geleistet angesichts seiner Geschichte. 35.000 von dem Herrn mit Bart. Höre ich 40? 40? 35.000 zum Ersten? 35.000 zum Zweiten? Verkauft! 35.000? Schon gut. Für diese alten Polstermöbel hier, na, das ist ja mal eine heftige Nummer. Alter Falter, also entweder dieses Divan hat schon einiges erlebt oder ich habe keine Ahnung, warum das so völlig überteuert ist. 35.000? Na, da muss es ja bequem sein, wenn man sich dorthin legt. Okay. Aber wir haben auf jeden Fall einen schönen Ausblick. Da haben wir ja gerade eben schon unseren Ausgangspunkt gesucht. Die Vögel sind tatsächlich immer noch da. Da hinten haben wir den Baum und der Strommasten ist auch da im Hintergrund zu sehen. Wir haben schöne Bilder hier aufgehängt, natürlich ganz, ganz viele Bücher, um dort auch zu stöbern und zu lesen, was die anderen so geschrieben haben. Wir haben sogar einen Laptop, wo das Ladezeichen das Logo des Laptops ist. Das finde ich auch cool, habe ich gerade entdeckt. Was haben wir da? Dracula, uiuiui. Okay, auch da drüben noch ein paar Bücher. Auch hier hinten sind natürlich noch Bücher über Bücher über Bücher und auch das Bücherregal. Das können wir uns anschauen. Man sieht da oben Essays, wir haben Hard Times und so weiter und so fort. Dann haben wir Oliver Twist, sehe ich da drüben noch ein paar Essays, die Republic, also Bücher von überall hier. Was ist er denn jetzt so verwirrt auf einmal? Vielleicht hat er sich gedacht, ich sollte mir ein Buch schnappen und das vielleicht einfach mal auf meinen sündteuren Divan lesen. Na gut, das machen wir aber erst, wenn dann... Ich komm ja! Nachdem wir die Katze gefüttert haben, die hat nämlich Hunger. Ja, du süßes Ding, du. Miau! Ich komm ja schon, Samuel. Bitte, mach die Tür auf. Hi. Hi? Tut echt weh. Wer ist diese Frau? Ich wollte zumindest mal die Katze gefüttert haben, nicht, dass die da immer noch herummiaut da hinten. Haben wir uns schon mal gesehen? Das tut ja schon vom Sehen weh. Oder da müssen wir mal amputieren. wir helfen natürlich mal, aber ich weiß trotzdem nicht, wer ist diese Dame? Ist das vielleicht Faye? Möglicherweise. Ah, das tut ja schon vom Sehen weh. Sollte ich etwa erst noch ohnmächtig werden? Nein. Bin gestolpert und... Kannst du mir helfen? Mein Akku ist leer und hier sind sonst keine Häuser. Ich bin ja kein Arzt, aber das sieht übel aus. Naja, okay, also da habe ich schon Übleres gesehen und ich bin auch kein Arzt. Bringen wir dich ins Krankenhaus oder ich rufe einen Krankenwagen? Wir können sie ja mal anbieten. Ich meine, anschauen lassen sollte sie vielleicht irgendwann mal, aber... Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie hier lebensgefährlich verletzt oder sowas ist, dass wir da jetzt, keine Ahnung, sofort ins Krankenhaus fahren müssten. Ich habe eigentlich gerade was zu tun, aber
Ich rufe dir einen Krankenwagen. Nein, lass mal. Hab gerade keinen Job. Ich bin nicht versichert. Ich muss mich hinlegen. Bitte. Okay, dann komm mal rein. Schauen wir uns die Sache mal an. Wenn du verblutest, musst du das aber aufwischen. Hat irgendwie eine eigenartige Art von Humor, der Typ. Darf ich mich abstützen? Vielleicht solltest du lieber fragen, bevor du dich auf jemanden stützt. Moment, langsam. Moment, nicht so schnell. Versteh das bitte nicht falsch, aber das ginge schneller, wenn ich dich tragen würde. Ich kann gehen. Nur nicht so schnell. Na schön. Trag mich. Okay, ich werde dich da anfassen. Okay? Und da. Und dich hochheben. Okay? Ja, okay. Ist das okay für dich? Ist okay für mich. Okay, los geht's. Okay. Hey, bin ich so schwer? Wenn du deinen Rucksack abgenommen hättest. Okay, ich lass dich jetzt los. Moment. Lass mich meinen Rucksack abnehmen. Jetzt? Soll mein Rücken auch wehtun? Meiner tut schon weh. Okay. Darf ich? Du darfst. Ich darf? Ja, bitte. Okay. Endlich. Danke. So, und dann liegt's jetzt. Eine wildfremde Frau mitten auf unserem Sofa. Und wenn das die Wand schon 35.000 gekostet hat, dann will ich nicht wissen, was die untere Einrichtung da alles schon gekostet hat. Aber das ist jetzt mal Nebensache. Jetzt geht's darum, wie können wir ihr hier helfen? Ich gehe nach oben, um zu schreiben. Ciao, kümmere dich um dich selbst. Ich sollte müde sein oder alles klar bei dir? Ich würde mal sagen, das sollten wir definitiv rausfinden. Alles klar bei dir? Bequem so? Huh? So bequem, wie es geht, schätze ich mal. Danke. Wie war nochmal dein Name? Ich heiße Schriftsteller. Ich bin Ed. Danke, Ed. Ich bin Faye. Ah. Könntest du mir etwas Eis bringen? Gib mir mal dein Handy, dann lade ich es dir auf. Ist gar kein Problem. Ich hab mein Auto vor dem Waldeingang stehen lassen. Ich werde darüber gehen und dich in Ruhe lassen, sobald die Schwellung zurückgeht. Okay? Ja, interessiert ihn jetzt wohl nicht so unbedingt. Faye helfen, Faye Eis bringen und das Handy aufladen. Na, hoffentlich hat das Handy auch so eine Induktionsladefunktion. Meins hat das nämlich nicht, da bräuchte man ein Kabel. Aber mal gucken, was die da für Handys haben. Jetzt sind wir im unteren Bereich unseres Luxushauses. Da haben wir Faye, kennengelernt anscheinend vor einem Jahr. Und diese Person, diese Frau soll angeblich, zumindest bildet er sich das ein, damals vor einer Woche bei dem Unfall, bei dem Autounfall ums Leben gekommen sein, mit der Tochter. Na, mal gucken, was wir da eben noch alles so rausfinden können. So haben wir uns anscheinend kennengelernt. Wir wollten einen Absatz schreiben in unserem Buch und plötzlich stand diese Frau vor unserer Tür mit verknackstem Fuß. So, was gibt's da? Eine Decke? Die können wir ja auch bringen. Ed, mein Schatz, hast du die kleine Decke, die ich für Petronius gemacht habe? Tante Claire? Welche Decke? Gibt's jetzt echt auch noch Katzendecken? Die hätte längst ankommen sollen. Warte mal, ich habe da neulich ein Paket gekriegt. Ich schau mal nach. Ist es nicht eh so eine Art Nacktkatze? Zumindest von dem, was ich gesehen habe. Muss ich nochmal ganz genau hinschauen. Mir gefallen übrigens diese kleinen Sessel oder so hier, was das auch immer sein soll. Vielleicht ist das auch ein kompletter Tisch, keine Ahnung. Vielleicht hängen die alle zusammen, aber ich glaube fast nicht. Ich glaube, das sind einfach nur 9 verschiedene so kleine Klötzchen, die da aufgebaut wurden. Aber das sieht cool aus, muss ich zugeben. Gefällt mir gut generell. Ich mag ja solche modernen Einrichtungen hier. Also ich fühle mich da definitiv wohl. Nur ist das vielleicht ein bisschen too much alles schon vom Luxus hier. Aber auch da oben mit den kleinen Pflänzchen, die da runterkommen und so weiter und so fort. Also das sieht schon alles geil aus. Und ich würde mich natürlich auch gerne mal in unserer Wohnung, in unserem Häuschen hier ein bisschen umgucken. Wir haben hier einen Kompass. Schönes Wohnzimmer auf jeden Fall.
Gibt's einen Fernseher? Den habe ich noch nicht gesehen, nämlich wir haben keinen Fernseher, so wie es aussieht. Höchstens vielleicht im Schlafzimmer oder sowas, das könnte dann oben sein. Da haben wir Faye. Nochmal quatschen, geht das? Okay, sieht doch ein bisschen schlimmer aus als vorher. Aber sollten wir vielleicht mit ein bisschen Hausmedizin möglicherweise hinbekommen können. Na, gucken wir mal. Was ich jetzt auf jeden Fall mal machen werde, ist ganz kurz in die Einstellungen zu gehen, um hier bei der Steuerung, die beim Gameplay, ein bisschen die Empfindlichkeit, okay, die Empfindlichkeit ist schon auf dem höchsten Niveau. Die können wir gar nicht mehr vergrößern. Na gut, ich wollte gerade sagen, die machen wir noch ein bisschen größer, aber es geht gar nicht mehr. Na gut, dann lassen wir es halt so, wie es ist. So, auch das hier mit den Vasen und so sieht wirklich, wirklich geil aus. Also das Haus, das hat definitiv schon was. Da kann man sich definitiv nicht beschweren. Auch da, wo die Äpfel drin liegen, huiuiuiui. Also Luxus, 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 Luxus. Und ich glaube, auch das hier ist irgendwie so eine Art Anspielung auf Vertigo, auf dieses Symbol, auf dieses Ladesymbol, das ja eben auch auf unserem Laptop zu finden ist. Schöne Gemälde, die haben bestimmt genug gekostet. Mhm. Ein Fell im Badezimmer, Spiegel, der leider nicht funktioniert. Aber der lebt definitiv im Luxus, dieser Mann. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Das ist ein geiles Häuschen hier. So, wir sollen hier Eis bringen. Ich gehe mal ganz kurz in diesen Raum hier, weil das sieht aus wie die Küche. Und ich denke mal, hier sollten wir im Gefrierfach das Eis finden können. Da ist Petronius, guck mal. Hallo, du süßes Ding. Boah, der ist schon lieb. Der ist schon lieb. Raus können wir bestimmt sowieso nicht. Schöne Pflänzchen hier. Was haben wir denn da? Wein. Na, können wir ja mal gucken. 6 verschiedene Flaschen. Eine, komischerweise ein bisschen größer als alle anderen. Verstecken oder offensichtbar stehen lassen. Naja, gut, man kann das ruhig offensichtbar stehen lassen. Das passt schon. Wo fällt sie auf? Vielleicht will sie ja ein Gläschen. Wir könnten sie ja ganz unauffällig auf dem Tisch da vorne platzieren. Da haben wir noch ein paar Essensreste. Die können wir theoretisch immer mal wegwerfen. Das gefällt mir ja nicht, wenn da der Müll steht von irgendwann mal. Erstens stinkt das und zweitens sieht es nicht gut aus. Hallo? Okay, hat ein paar Haare. Dann hat die Decke was? Doch einen Nutzen. Du kochst doch auch nicht, Pat. Das können wir nicht wegwerfen. Oh ja, wegräumen, sehr gut. Hallo? Ah, okay, funktioniert gerade nicht, jetzt schon. Na siehste, was für eine Arbeit. Das hat ganze 3 Sekunden gedauert. Hätte man schon vor Ewigkeiten mal machen können. Aber auch hier natürlich eine Luxusküche sondergleichen. Das kann man gar nicht anders sagen. Guck mal einer an, wie schön das hier aussieht. Mit der kleinen Küchenzeile in der Mitte. Da hinten jetzt wieder die Katze. Eine schöne Lampe oben drüber. Hier Gewürze. Haben wir Sugar, Coffee und Tee. Alles da, was man braucht. Und eben auch das Katzenfutter. Jetzt will ich ja glatt mal nachgucken. Ist die Schüssel schon wieder leer? Tatsächlich, der hat schon wieder alles gemampft. Wie kannst du so schnell fressen? Nein, nein. Wir hören schön auf den Tierarzt. Meiner war aber auch so. Also die hat auch gefressen, 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 gefressen. Oh, guck mal, jetzt ist er ganz traurig. Oh, ah, der Arme. Jetzt ist er ganz traurig, weil er nichts mehr Neues bekommt. So, wo kommen wir da hin? In den Abstellraum, beziehungsweise in den Waschraum. Okay, okay, da haben wir unsere Waschmaschine. Ich glaube, das ist das Einzige in diesem gesamten Gebäude, was jetzt nicht so hypermodern aussieht. Einen kleinen Wäscheständer, natürlich noch ein bisschen Wäsche, die schon gewaschen wurde, Waschmittel da oben, eine kleine Armatur, Badezimmerarmatur, um das Wasser reinzulassen. Da haben wir Sachen von uns, von Eddie möglicherweise, ein Umzugskarton von irgendwann mal, eine kleine Sporttasche haben wir hier. Was ist das da für ein Spray? Keine Ahnung, vielleicht irgendein Imperigenier-Spray oder sowas, Laundry, ach guck mal, die Care-Symbols, Care-Symbol-Guide, na das hätte ich auch mal gerne.
wo genau draufsteht, wegen Bügeln und so weiter, Waschen, 30 Grad, 40 Grad, 50 Grad, 60 Grad und so weiter und so fort. Das gucke ich normalerweise immer nur im Handy an, aber cool. Als Bild hier aufgehängt, passt auf jeden Fall gut hin. Lost Socks, auch gut. Ich habe das ja mal so gemacht, ich habe all meine Socken, die ich gehabt habe, irgendwann mal weggegeben und habe mir, ich glaube, 60 Paar oder so schwarze Socken bestellt, also so Sneakersocken. Und es sind immer dieselben. Also es ist völlig egal, welche zwei ich jetzt von denen erwische. Wenn einer verloren geht, ist es wurscht. Weil die 60 Stück sind ja eh dieselben. Also ich muss jetzt nicht unbedingt schauen, welches Paar passt zu welchem, sondern es sind immer die gleichen. Also wenn mal einer verloren geht, dann habe ich halt noch 59 und 58 und irgendwann mal kann ich mir nochmal so eine 60er Packung bestellen. Also von dem her, ich glaube, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Um das mal so sagen zu dürfen. Na gut, jetzt holen wir aber mal das Eis. Die wartet schon die ganze Zeit. Gefrierschrank, da müssen wir hin. Wenn du mir etwas Eis bringen könntest. Naja, die will aber wahrscheinlich schon Eis, um die Wunde zu kühlen. Nicht irgendwie hier, keine Ahnung, ein Vanilleeis. Genau. Ja, kann ich. Na, wir haben ja auch alles auf Vorrat. Sehr gut. Warte, warte. Langsam. Oh, ich hasse es. Ich habe schon ein paar Mal so ein Coolpad darauf bekommen. Ich hasse es. Es tut zwar gut, aber... Oh, perfekt. So, nicht mal danke. Ah, ich mag den Typen nicht. Irgendwie ist mir der sehr unsympathisch. Der hat genau den gegenteiligen Humor wie ich und das finde ich überhaupt nicht gut. Ich bin dann oben schlafen. Tut's weh? Na, wir fragen mal. Tut's weh? Oh, schläft unter dem Eis ein. Und ich auch. Na, das heißt also, die fühlt sich ziemlich wohl hier bei uns. Obwohl die uns ja eigentlich gar nicht kennt. Faye darf nicht kalt werden, eine neue Mission. Und da würde ich mal sagen, kommt die Katzendecke, die da drüben liegt, definitiv schon mal ganz gelegen. Halte Tab, um deine Ziele zu sehen. Wir haben noch mehrere. Wir müssen die Schreibblockade weiterhin überwinden. Sofort zurück an die Arbeit. Wir müssen das Handy aufladen und Faye darf nicht kalt werden. Also einiges zu tun für die nächste Folge. Dann würde ich sagen, hier bei Let's Play Alfred Hitchcock Vertigo. Und da schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Hier mit unserer mysteriösen Bekannten, die ja irgendwann mal, zumindest aus unserer Sicht, dann zu unserer Frau bzw. zu unserer Freundin wird und eben auch zur Mutter unseres Kindes. Aber mal schauen, wie sich das Ganze dann wirklich entwickeln wird. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Play Alfred Hitchcock Vertigo. Bis dahin, tschüss!